der Rolle des Hamlet wollte ihn keiner sehen. Henry Fahl. Seine Erfolge feierte er als kauziger Charakter mit sehr eigener Philosophie und meistens viel Durst. Handwerker spielte er, Arbeitnehmer, die ihre kleinen Fluchten suchten und fanden, wie der Schustergeselle Matten in August Lehns Posse Meister Annecke. Mit dieser Unzeugtheaterrolle wurde Henry Fahls lange Schauspielerlaufbahn kurz vorm Rentenalter zur Karriere und Henry Fahl zu Deutschlands großem Volksschauspieler und Komödianten. Mensch, ärgere dir nicht. Was versoffen ist, das versoffen ist. So ein Dachhofmeister, da bin ich wieder. Lass sie aus, ich hab nicht. Sie hat gesagt, das verstößt gegen gute Sitten und Gebrauchsanweisungen. Nee, Herr Brummer, von mir ist der Rahmen ab. So? Ja. Nö. Nee. Sie tun ja auch, was Sie nicht dürfen. So? Was denn zum Beispiel? Sie machen Nitribit in die Wurst. Wortverdreher, Komödiant. Für viele war er das erste prägende Fernseherlebnis. Kennen Sie Henry Wahl noch? Ja, natürlich. Was sagt er Ihnen? Unser Theater. Tolles Hamburger Urgestein. Oh, ich war verliebt in den. Mit Heidi Kabel zusammen, ganz ehrlich, ja. Fand ich total toll. Was war so klasse? Weiß ich nicht. Der war so vertrauensselig, so. Der war einfach geil. Irgend so eine Szene. Furchtbar betrunken mit dem Fahrrad. Da lag ich also bald unterm Sofa vor Lachen. Ich weiß wirklich nicht mehr, wie das hieß, aber das war ganz, ganz toll. Im Kreise der Lieben, der Unsorgfamilie. Mit Bravour gab Henry Fahl den geknechteten Ehemann, in diesem Fall von Hilde Sixt. Mein Mann, der fährt zur See, so hieß das Stück. Heidi Kabel und der unvergessene Otto Lütje sind als hungrige Verwandte mit auf Geburtstagsbesuch in der Gaststätte der Schwägerin. Hier riecht es aber noch gar nicht nach Schweinebraten. Na, sie wird uns ja nun wohl nicht ihre trockenen Frikadellen vorsetzen, nicht? Auf dem Geburtstag Frikadellen, das wäre ja direkt die Höhe, wäre das schon. Altes Brot haben wir genug zu Hause, nicht? Du halt deinen Rand, ja? Komm, dem Stuhl setz dich hin. Hä? Stuhl hinsetzen! Eigentlich heute Mittag zu essen geben. Ach, hoffentlich was Schönes, nicht? Tja, wenn ich das schon verraten darf, erst mal eine Hühnersuppe mit Einlagen. Und dann ein mächtiges Stück Rostbeef mit Tunke à la Chambala. Was, Rostbeef? Heute Hühnersuppe. Du halt dein Rand, ja? Rost, hat sie gesagt. Brauchst du nicht gleich eine Überschwemmung zu machen, Barbara. Und was noch voran? Hühnerfrikassee. Und zum Nachtisch Zitronencreme. Oh, Zitronencreme. Da hau ich mir aber ordentlich den... Schlag ich mir fix in den Magen, nicht? Und zuallererst hat Herr Brammer vorhin in der Küche gesagt, da will er seinen Gästen ein ganz raffiniertes Hors d'oeuvre vorsetzen. Mhm. Hors d'oeuvre, was das? Hors? Hors ist doch Englisch. Das heißt Pferd. Also doch, Hottehü! Wo unser Sohn Akademiker ist und Monika Dolmetscherin auf dem amerikanischen Generalkonsulat, da sollst du es ja eigentlich von selber wissen, dass das so viel wie appetitreizende Vorspeise heißen tut, nicht? Ja. Ach so, wir sollen also erst noch den richtigen Appetit kriegen, nicht? Doch, Appetit haben wir sowieso. Wegen das schöne Essen hier heute, nicht?
Da haben wir zu Hause die letzten 3 Tage kein richtiges Mittagessen mehr. Hat am Rand, ja? Er ist gern mit Menschen zusammen gewesen. Also hat gern viele um sich gehabt, hat gern Leben um sich gehabt. Und es war bei ihm, wo er war, eigentlich immer nur Fröhlichkeit. Also dieser traurige Clown, das war er nicht? Nein, das war er nicht. Nein, das war er nicht. Er, so ganz trocken warf er dann manchmal was dazwischen und dann hatte er alle wieder auf seiner Seite. Nein, er war ein guter Kollege. Sehr guter Kollege. Meine liebe Tante, meine liebe Taline, die ganzen Jahre, da wollte ich dich schon immer mal was fragen. Und, aber die Wörter, die sind mir nicht so aus nicht mir herausgekommen, so und was. Aber heute an so einem schönen Tag, nicht? Wo die Sonne, die singt, nee, die Lichter, sie singt. Die Sonne scheint und die Vöglein, die singen, nicht? Und die mit ihren Eiern wühlen sie in den Nestern rum. Also sag mal, Jan. Moment. Taline, willst du meine Frau werden? Ich habe ihm so das Trockene mehr beigebracht, das lernen müssen. Und er hat mir diese Überlegenheit, diesen Humor dabei. Also wenn ich damals was falsch gemacht habe auf der Bühne, ich war also vollkommen fertig. Und er hat mir beigebracht, das nicht zu sein, das mit Humor zu nehmen. Und das ist wirklich viel schöner. Es ist schwer, aber viel schöner. Hören Sie sich das an. Also ist das nicht unerhört, sowas? Wo das hier so höllenhörig ist im Haus, nicht? Also ich hab neulich mal gelesen, das ist viel zu langsam, nicht? Ich hab mal gelesen, dass da einer verknackt worden ist, weil er das Radio so laut angestellt hat. Im Gleichtakt mit Heidi Gabel auf der Höhe des Erfolges. Tratsch im Treppenhaus. Henry Fahls eigener Neffe aus dem wahren Leben tat er auch mit Edgar Bessen. Körperverletzungsnamen. Hallo, Onkel Ewald. Dieter. Das ist aber nett, dass du mich mal besuchen willst. Ja, besuchen ist nicht ganz richtig, Onkel Ewald. Ich wollte nämlich hierbleiben, bei dir. Was, hierbleiben? Warum das denn? Ja, ich will weg von zu Hause. Warum denn dann? Weil mein Vater, der dein Bruder ist, nicht so will wie ich. Darum. Ah. Aber muss ich dir das hier alles im Treppenhaus erzählen? Nee, natürlich nicht. Geh mal rein. Ja, danke. Das ist Onkel Henry. Also 97 ist er geboren. Und da war er 14 Jahre alt. Also so um 10, 11, also vorm Ersten Weltkrieg. Das ist meine Oma, das ist meine Mutter, Lissi. Meine Oma, die hieß Friederike Konstantine Caroline. Das ist Tante Ilse, meine Tante. Das ist mein Großvater, den habe ich aber nicht mehr kennengelernt. Er war Seemann. Der ist dann aber die Treppe runtergefahren, also nicht, hat keinen Seemannstod dann gefunden. Leider ist er natürlich verunglückt. Und das ist Bruno, der spätere Bruno Fahlberg. Das sind Sie also ganz in jung. Und dann haben Sie auch immer, wenn Sie so alleine waren, immer Plattdeutsch gesprochen, viel. Weil der Vater von den beiden, der war ja Seemann, und der Großvater, der war in Pommern, war der, Henry ist in Stralsund geboren, der war Schäfer. Und der hat auch immer da am Deich gesessen oder am Strand gesessen und immer Strümpfe gestrickt. Ja, immer nur graue, ganz dicke. Die waren dicke. Nicht so begeistert, dass so Richtung Theater geht, nicht? Die ältere Generation. Ja, ich weiß gar nicht, mein Großvater, ob der da noch gelebt hat, als Onkel Henry zum Theater ging, das weiß ich leider nicht. Er lebte noch und liebte die Kunstflausen seines Sohnes gar nicht. Kaspar Kram war das Theaterwesen für den braven Stralsunder Fischer Franz Fahl. Am 26. Oktober 1897 wurde Henry Fahl im Venedig des Nordens geboren, in Stralsund, einer stolzen Stadt, die in bester Hansetradition eher dem Handel und Gewerbe als der Kunst zuneigte.